Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21. Wir sind wieder am Start mit meiner Karriere. Wir sind immer noch, klar, wir stehen immer noch Richtung zweite Liga. Das ist, wir streben uns immer noch Richtung zweite Liga. Es sind einige Leute, die noch abgehen sollen. Kabak, zumindest Serda, Ut und Kutucu sollen auch den Verein verlassen. Und jetzt muss ich mal so ein bisschen nachgucken, dass ich mal junge Spieler bekommen kann. Ich gehe mal Richtung zweite Bundesliga. Ich denke mal, mit ein bisschen Glück. Warte mal, ich gehe mal kurz gucken. Zweite Bundesliga, aber da immer noch einen Verein haben. Ah, Wolfsburg habe ich vergessen runterzuziehen. Okay, die wären eigentlich noch mit abgestiegen. Ah, naja, gut, egal. Jetzt ist es zu spät. So, okay. Gucken wir mal, was wir so holen könnten. Ich muss nicht schon wieder aus Nürnberg irgendwelche Leute holen. Obwohl, okay, dann bleiben wir mal so Würzburg halt drin, weil wir ja eigentlich da wir ja quasi runter sind, lassen wir uns einfach so stehen. Guck mal, KSC hat immer das ein oder andere Talent. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen für die Sturmspitze. Goller, ja, ehemaliger von uns. Könnte man eigentlich mal überlegen, ob man den noch zurückholt. Ah ne, der ist aus Bremen ausgeliehen, ne? Aber KG. Der hat. Ich guck mal gerade, ob ich noch irgendwie noch Leute kriegen kann. So, dann nehmen wir den mal mit auf die Liste. Florian Krüger vom FC Erzgebirge Aue. Junges, ich würde ja also so gut wie junge Spieler holen. So, mal gucken, was wir hier. Genau, ich weiß, wen ich mir hole. Als 9-10er. Wenn wir gerade in Braunschweig sind. Moment. Haben wir den denn? Hier, Marcin Kobylanski, den hätte ich gerne. Ist ja Sohn von Angel Kobylanski, der mir früher in Cottbus gespielt hat. So, ich gucke mal in Dresden, ob die da was haben. Ich brauche dringend noch einen Innenverteidiger. Da hatte ich am Mai eigentlich gedacht, aber der ist auch schon 26. Ehemaliger Münchner. Mal spielt er nicht bei Bayern 2 dann noch? Dritten Liga. Was haben wir denn lauter noch so ein Talenten, die man sich mal überlegen kann für die Verteidigung vor allen Dingen. Wie gesagt, es wird auch größtenteils heute nur Transfers sein. Ich kann ja nicht, dass wir heute groß ein Spiel sehen. Ich denke, es wird frühestens ab der nächsten Folge passieren. Marvin Puri, der hat auch mal bei uns gespielt. Mal gerade, ob der da noch spielt. Lukas Meyer ist da, glaube ich. Aber ich glaube, der ist auch weggegangen. Ich weiß nicht, wo der hingegangen ist. Aber das ist halt das Problem. Ich hätte gedacht, ich hatte jetzt Dresden ein bisschen im Kopf. So, der Kollege hier hatte auch mal ein sehr interessantes Interview. Da war irgendwas, glaube ich, mit Cornflakes. Ich krieg's gerade nicht mehr komplett wiedergegeben, aber da gab es irgendwas. So. Hm.
Wir müssen gucken, dass wir in der zweiten Liga vielleicht den einen oder anderen Kandidaten noch geholt bekommen. Ich will unbedingt noch einen Stürmer verpflichten. Aber erstmal muss man meine Innenverteidigung zusammen. Und vor allem die Flügelspieler brauche ich. Das ist ja eigentlich schon ziemlich alt, ne? Kannst du knicken, krieg ich nicht verpflichtet. Ich muss mal gucken, dass ich den Umbruch hinkriege. Da ist er. Lass Lukas Mai. Die Frage ist, ist verliehen. Scheiße. Nach Darmstadt ist er damals gewechselt. Den hätte ich gerne geholt für die Innenverteidigung. Soll ein gutes Talent sein. Oh, warte mal. Darmstadt hat ja. Ist der Platte noch da vorne? Also ja. Müsste eigentlich. Guck gerade, ob da noch das ein oder andere Talent vielleicht irgendwo sitzt. Das ist wahrscheinlich gerade auch erst verpflichtet, ne? Verliehen. Verpflichtet. Mine Bielefeld. Eine Mine 91. Ja, könnte man theoretisch mal drüber nachdenken. So, gucken wir mal, wie das jetzt weitergeht mit den Transfers. Transferzentrale. Der hat abgesagt, der hat abgesagt. So, sind jetzt einige Kandidaten natürlich klar. Gut, der steht noch nicht drin. So, dann gehen wir mal rein in die Transferverhandlung mit den ersten nächsten potenziellen Neuzugängen. So, fahren wir an mit Felix Platte. Ich biete mal 5 Millionen. Ich habe jetzt momentan ein Transferbudget von 56,8 Millionen. Also ich glaube, da könnten wir zumindest ein bisschen den Umbruch vorarbeiten. So, der erste hat schon, der hat schon gesagt, okay, das. So, dann hole ich, versuche ich Kobylanski mir zu verpflichten. Finde ich einen guten Spieler auf jeden Fall, gerade in der zweiten Liga. Ein guter Zehner. Da versuche ich es mit 5 Millionen erstmal. Auch der sagt, es ist in Ordnung.
7,3 Millionen, die nehme ich mal direkt mit, die Kohle. Weil dann kann ich nämlich das können wir gleich machen. Das haben wir nämlich die. Ja, na gut, da kommen wir noch nicht ran. Aber dann kann ich versuchen, hier den mitzuholen. Hamosh Pipa von Arminia Bielefeld, den ich gerne als Innenverteidiger hätte. Hat mir in der Bundesliga auch sehr, sehr gut gefallen. Aber könnte nach dem virtuellen Abstieg durchaus möglich sein. Mal gucken. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen was tiefer in die Liste, in die Dings greifen. 7 Millionen, wie ich mal. Sieben Millionen, ja, komm, ist okay. Wenn ich ehrlich bin, die 700.000 machen sie mir auch nicht mehr fett. Gut, dann sagen wir jo, passt. So, dann gehen wir mal in die Gehaltsvorstellungen rein, beziehungsweise versuchen wir das in die Transfers mal final zuzumachen. Gut. Ja, Florian Krüger soll ja mein neuer Stürmer werden, Stammstürmer wahrscheinlich werden. Da Kutucu ja wahrscheinlich gehen wird. Ich möchte den ja unbedingt ausleihen. Und den dann gerne wieder in der zweiten, bzw. in der Bundesliga holen. Laufzeit 4 Jahre möchte der. Machen wir es doch. So, keine Freigabesumme, das ist das Gute. Das kann ich direkt verhandeln. Ich habe ja die Freigabesumme genauer gezogen. Dann kann ich hier verhandeln und wenn der wirklich einschlägt, dann kann ich ihn für richtig Geld verscherbeln. Das wird wahrscheinlich hier passieren, wenn wir dann wirklich aufsteigen sollten. Aber erstmal müssen wir gucken. Ich brauche noch zwei Flügelspieler. Im Idealfall zwei schnelle. Mal gucken, wer kommen könnte. So. Und Krüger wird den Club verstärken. Der erste Neuzugang oder der nächste Neuzugang ist zu Felix Platte. Sind wir dran? So, dann können wir das bei den nächsten zumachen. Wir haben jetzt noch 3 offen. Also Mai wird wahrscheinlich frühestens jetzt in der Winter kommen können. Du sollst mein neuer Abwehrchef sein. Du sollst mein neuer Abwehrchef sein, das ist klar. Dazu möchte ich dich halt gerne über 5 Jahre verpflichten. Ich hoffe, dass du sagst, es ist in Ordnung. Sagt er, ist okay.
Wir übergehen mal die Freigabesumme. Ich hoffe, dass Sie das auch annehmen oder so, wollen Sie definitiv eine Freigabesumme reinnehmen? Ich habe ihn jetzt an, für, was habe ich für 5 Millionen? Nee, was habe ich bezahlt? 5 Millionen habe ich, glaube ich, bezahlt. So, Gehalt. Ich biete dir erstmal 10.000 und Gehalt Einstiegsbudget von 1 Million. Ich hoffe, dass er sagt, das ist okay. Wenn ich da mich jetzt einigen kann, dann ist der Transfer nämlich unter Dach und Fach. Das Wichtigste ist jetzt mal in diese Finanzverhandlung reinzukommen. Und damit müsste das Thema auch gegessen sein. Der Transfer ist, glaube ich, durch. Und wir haben unseren neuen Abwehrchef dabei. Ja. So, nächster Neuzugang Felix Platter, den ich unbedingt gerne hätte. Der hat auch schon bei uns gespielt, hat Champions League-Erfahrung. Bei dem Spiel zum Beispiel gegen Real Madrid, bei dem 0-2 zu Hause, wo ich selber im Stadion war, da hat er zum Beispiel auch gespielt und hat auch einen Pfostenkopfball, glaube ich, hat er. Verstehe sowieso nicht, warum der nie wirklich mal dann eine Chance bekommen hat. Ist er dann immer nach Fürth gewechselt, jetzt nach Darmstadt und soll jetzt zumindest virtuell dazu uns zurückstoßen. Also einer aus der eigenen Schmiede. Und du sollst mein neuer Top-Stürmer werden. Ich würde wahrscheinlich das 4-4-2 favorisieren. Muss mal gucken. Wenn ich möchte, kann ich Kubilanz hier nach außen ziehen. Meine beiden ZOMs. Mal schauen. Das hat dadurch, dass die beiden, die momentan auf der Außenbahn spielen, noch abgegeben werden sollen. Das sind ja momentan Zahler und Ut. Aber die möchte ich gerne noch abgeben, beide. Weil die werden wahrscheinlich auch bei dem Abstieg in der dritten Liga nicht zu halten sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, du kommst mal für 3 Jahre. Oder sollst für 3 Jahre kommen. So. Gut, er sagt auf jeden Fall, ist in Ordnung und keine Freigabesumme, das ist immer gut. Ich weiß auch zum Beispiel, dass ein Max Meyer sehr unzufrieden bei Crystal Palace ist, aber auch der wird definitiv nicht kommen. Akzeptieren. Also ich glaube, die ganzen Großtransfers wie Meyer, Draxler und so, die werden wir sehr wahrscheinlich nicht kriegen. Also, wie gesagt, passt doch nicht in den Kader rein, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Gut, Weiser, Kolasinac habe ich jetzt dabei. Werden wahrscheinlich auch nicht realistisch sein. Aber mal gucken, wir versuchen so weit wie möglich junge Talente zu holen. Ich glaube, so ganz realistisch kriegst du es sowieso nicht hin. Weil einfach das zu viel wäre, was wäre, wenn sind's. Da muss man dann immer mal final gucken, was dann wirklich passiert. So, gleiches Spiel wie bei Pieper. Mal probieren wir das gleiche mit 10.000 bzw. 1 Million. Und da sagt er, ist in Ordnung. Herzlich willkommen zurück, Felix Platte. So, und jetzt müssen wir den letzten Transfer noch unter Dach und Fach bringen. Soll ja mein neuer Zehner werden. Also, Anführungszeichen Zehner. Ich denke, die Zehner hat der Bujolab gekriegt von Better Lab, der ja weggegangen ist. Der ja nach England zurückgegangen ist. So, du möchtest als Kader. Ja, ich sehe gerade, das Gehaltsbudget ist ein bisschen runtergegangen, aber das kriegen wir schon hin, weil wir ja tatsächlich einige noch abgeben wollen. Soll ja auch ein Fährmann noch gehen und so. Weil Renne soll bei mir die Nummer 1 bleiben und ich würde ihn gerne, wenn es möglich ist, fest verpflichten, aber das werden wir dann irgendwann gleich tun, wenn die mit den Leiharbeitern, mit den Leihspielern verhandeln. Weil die müssen wir nämlich auch noch zumachen. Also sprich, Renne muss auf jeden Fall bleiben. Und Weiser muss ich gucken, wenn der sich wirklich festspielen sollte, ob ich den Transfer, ob ich die Kohle noch ziehe. Der hat ja, glaube ich, irgendwie 6 Millionen oder 7 Millionen mit der Kosten. Müssen wir dann einfach gucken. Das wollte er ja nicht bleiben. Das ist klar. So, du gehst auf jeden Fall auf 3 Jahre, möchtest du unterschreiben. Kulanski, der ja auch in der zweiten Liga sehr gut trifft. Ich glaube, ein Spiel hat er mal, glaube ich, 3 oder 4 Tore in einem Spiel gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr welches. Eine Freigabe für so eine Summe von 3,6 Millionen nur.
Das ist meiner Meinung nach ziemlich wenig für einen Spieler. Ich möchte dir gerne die Freigabesumme rausnehmen. Wenn es sich anders geht, müssen wir es mal gucken. Nicht, dass der mir jetzt sagt, der Platz der Transfer. Weil ich will kein freiwillig. Okay, natürlich. Okay, das ist ja dann irgendwann auch in Ordnung. Sie wollen ein bisschen mehr Kohle dafür haben, dafür, wenn sie die Freigabesumme rausnehmen. Ja, ist okay. So, was möchtet ihr jetzt haben? Dann haben wir bisher alle unsere Spieler und Mai kann ich leider nicht verhandeln. Das ist definitiv klar. Gut, was möchtest du dann ein Gehalt haben? Gehalt 1 Euro, das ist ein bisschen wenig. Ich gebe mal 20.000. Und dann machen wir das so. Die Frage ist, wie viel möchtet ihr unbedingt bieten? Ja, damit ist das Thema durch. Und dann habe ich meinen Wunschspieler gekriegt. Weil Kobylanski ist kein schlechter Transfer, definitiv. Ja, ja, sag ich ja, da dauert es ein bisschen. Krieg ich die. Okay, der Spieler ist gerade ausgeliehen, da habe ich keine Chance dran zu kommen. Momentan. So, dann gehen wir mal weiter. Ah ne, wir gehen mal kurz, wir stellen die Mannschaft ein bisschen um, weil wir müssen ja dann unsere Neuzugänge auch einbinden. Harit raus. Paciencia raus. Und Pipa für die Innenverteidigung einplanen. So. Soll ja für Kabak verteidigen. Dann haben wir zumindest alles, was abgeht, was noch gehen soll. Haben wir dann erstmal schon mindestens auf der Bank. So, Fährmann ist ja schon weg. Hat den Club ja. Nee, Fährmann ist auf der Transferliste. Aber es sind noch einige Spieler, die wir ein bisschen zu Kohle machen können. So, dann gucke ich mal, was ich so habe. Ich brauche noch zwei Außenspieler. Dann kann ich den Kader zumindest ein bisschen umbauen. Aufbauen. Die Frage ist, was spielst du? Cool. Sie frisch spielt Bujolab. Bujolab kann ja. Ich spiele Bujolab eher den Zehner für Merjan. Die Frage ist, oder kann Merjan außen spielen? Nee. Doch, kann er. Er kann links Mittelfeld spielen. Okay, dann kann ich. Spiel ich mit Merjan auf der Linksaußenbahn. Dann brauche ich keinen linken Mittelfeldspieler. Das heißt, ich brauche noch einen ZDOM, also einen Zehner. Und einen rechten Mittelfeldspieler und vor allen Dingen. Gut, Stürmer habe ich ja. Und da. Ah! Krüger kann auf die Rechtsaußen gehen. Oh, perfekt, das ist doch, tritt sich da sehr gut. Dann brauche ich, kann ich die so spielen lassen. Perfekt, dann kann ich einen Kader. Dann habe ich einen guten, umgebauten Kader. Dann brauche ich noch jetzt definitiv ZOM, Stürmer. Und am besten einer, der beide Flügel spielen kann. Ja. Dann mach das mal, dann machen wir das so. Gut, dann haben wir das soweit. Schon mal so ein bisschen im Gespräch. So, die Frage ist, was kriegen wir noch? Ich muss mal gucken, was ich auf der zweiten Liga einer, der auf jeden Fall nochmal vorne mit rein kann. Ich denke mal von den Young Boys vielleicht noch einen holen. ZM Stürmer. So, Gianluca Gaudino. So, am Anfang Maurizio Gaudino, den man ja zum Beispiel aus München kennt. Hat es, glaube ich, auch schon mal in der Bundesliga versucht. Kam dann nicht wirklich klar. Ist dann, glaube ich, nach St. Gallen damals gegangen. Und dann wieder zurück zu. Dann zu den Young Boys gewechselt. So. Marvin Spielmann von den Young Boys. Also, und jetzt bräuchte ich noch einen guten Backup als Stürmer.
So. Dann gucken wir mal bei LA Galaxy, ob die da irgendwie einen Spieler haben. Da gibt es auch einen Spieler, den ich mal überlege, mal zu holen. Ah, ne, ja, wir. Er ist gar nicht mehr da, ne? Ja, wir haben dann der ist Chicharito, ehemaliger Leverkusen, ne? Ist ja dann, glaube ich, nach West Ham gegangen und dann jetzt zu LA. Hallo Higuain, ja. Ah, dein Bruder mit direkt hier. Blaise Matuidi. Ah ja, gut, ehemaliger Pariser, genau. Also heißt tatsächlich so, ja. Ist der Kumpel von David Beckham, nur so nebenbei. Ne, Torwart brauche ich nicht. Habe ich ja mit Sigris einen. Ich überlege gerade, wie ich noch holen könnte. Stürmer auf jeden Fall, klar. Dijon Juwel jetzt. Der auf eben Frankfurter. Ist, glaube ich, ausgeliehen. Ja, genau. Habe ich gesagt, noch ein Flügel habe ich ja jetzt geholt. Werde ich jetzt versuchen zu verpflichten. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Stürmer. Der Becker kann zum Beispiel auch bei den Verteidigerpositionen spielen. Auf jeden Fall noch einen Stürmer. Komm, ich verpflichte die Verpflichtung mache ich da jetzt in der nächsten Folge. Ich gucke jetzt gerade noch, wenn man noch so holen könnte. Gut, Schieber ist ein ehemaliger Dortmund, ne? Die Frage, ob der in Liga 3 gehen würde mit. Teucher ist auch gerade erst gewechselt, der wird nicht zurückgehen. Rosine. Dann nehmen wir den Gambula von VfL Bochum. Und dann machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Transfers.